Herzlich willkommen bei Holiday Heinz und Linse. Mein Name ist Martin Tolleusen. Heute mal nicht Fahrzeug, obwohl wir vor einem wunderschönen Sunny 900 stehen. Nein, heute geht es mal um Technik. Welche Technik? Wir haben dieses Fahrzeug sehr autark gebaut und wollen euch mal zeigen, was alles geht. Was war das Ziel bei diesem Fahrzeug? Wir wollten das Fahrzeug so autark wie möglich machen. Das heißt, über die Solaranlage alles betreiben, wie auch die Klimaanlage. Dafür brauchen wir natürlich genug Speicherkapazität. Das haben wir gemacht, indem wir drei Lithium-Batterien von Limetron A 150 Amperestunden in der Arctic-Ausführung verbaut haben. Hier normalerweise sitzen von Knaus die Batterien serienmäßig. Da hier zu wenig Platz war, haben wir uns gedacht, wir machen das etwas anders, setzen eine der 150 Amperestunden Batterie hier hin und da, wo Knaus normalerweise wechselseitig den Wechselrichter verbaut, haben wir die anderen zwei Batterien versetzt. Warum die Arctic-Variante? In diesem Bereich ist normalerweise alles beheizt. Aber es gibt auch Fahrzeuge wie beim Knaus Geithi, wo das Batteriefach unter dem Fahrzeug sitzt und nicht beheizt ist. Und dann sollten die Batterien im Winter leicht beheizt sein, damit sie auch ihre Vollleistung entwickeln. Wo wir den Wechselrichter verbauen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Kommen Sie mal mit. Kommen wir mal zum Herzstück der Anlage. Das ist der Wechselrichter, der 12-3120 Multiplus von Victron Energy. Dieser Wechselrichter hat eine Dauerleistung von 2600 Watt und eine Spitzenleistung von 5000 Watt. Und eine Ladeleistung von 120 Ampere. Kommen wir zu den Solarreglern. Hier haben wir zwei verbaut. Einmal den MPT 150, der noch ausgewechselt wird in den MPT 150/70, da er ein bisschen mehr Ladeleistung hat, aber leider wegen Lieferschwierigkeiten zu Corona-Zeiten noch nicht verfügbar war, wird der nämlich später getauscht. Zusätzlich noch einen zweiten Laderegler, da hinten den 120, auch MPT, für die zweiten 200er Solarplatten. Wir haben in Reihe parallel die Platten geschaltet, das zeigen wir Ihnen nachher oben auf dem Dach. Zusätzlich haben wir den Servo GX, das ist eine Steuereinheit, die alle Werte von den Solarreglern wie auch von den Wechselrichtern aufnimmt und das nachher an einem Display genau anzeigt, wo man auch Einstellungen vornehmen kann. Das zeigen wir Ihnen später. Dann haben wir einen Shunt, um auch die Ströme zu messen, die gerade aktuell fließen, die von der Batterie weggenommen werden. Kommen wir jetzt zum Display- und Bedieneinheit von der Victron-Anlage von dem Servo ECX. Hier kann man direkt am Display alles erkennen, wie sind gerade die Leistungen, wo wird der Strom verteilt. Hier zeigt er an, dass wir aktuell haben wir Sonne mit 670 Watt Sonnenleistung geladen wird in die Batterie. Aus der Batterie gehen 212 Volt raus, normale LED-Beleuchtung, was im Fahrzeug ist, also Gleichstrom, was auf 12 Volt läuft. Und die Klimaanlage, die gerade aktuell läuft, aktuell 972 Watt. Auch da ist immer ein großer Irrtum, gerade bei Klimaanlagen. Viele sagen, die Klimaanlage 2200 Watt, bräuchte die auch Strom? Nein, die 2200 Watt ist die reine Heizleistung. Man kann eigentlich von ausgehen, dass die Klimaanlage zwischen 800 und 1000 Watt im Betrieb beim Kühlen benötigt. Beim Heizen ist es sogar weniger. Und wo die Stromleistung aus der Sonne herkommt, das schauen wir uns jetzt an. Dafür müssen wir aufs Dach vom Fahrzeug. So sieht das Dach von oben aus. Wir haben eigentlich alles, was wir am Platz zur Verfügung haben, genutzt. Vorne die Sattanlage, hier die Klimaanlage und dann 4 Watt Peak Solareinheiten. Natürlich alles verschattungsfrei. Komme ich gleich nochmal zu, erkläre ich nochmal was zu. Und vorne nochmal 2x 100 Watt Peak Platten, die hier 100 Watt bringen. Wir haben hier knapp 1000 Watt oben auf dem Dach liegen, was vollkommen ausreichend ist für das System, was wir vorhaben. Hier vorne der kleine Pilz, den wir noch haben, das haben wir noch zusätzlich als Gimmick verbaut, ist eine LTE-Antenne, wo wir unseren Karatec WLAN-Router mit betreiben, der auf LTE vernünftigen Empfang reinholt ins Fahrzeug. Wir dadurch Tablets wie auch TV, in diesem Fahrzeug ist Apple TV verbaut, zum Streamen alles nutzen kann. Also auch da sehr autark, sollte ich mal im Schatten stehen, keine Sat-Empfang haben, kann ich trotzdem Fernsehen gucken. Dafür ist die LTE-Antenne und natürlich für die Kids, damit die Tablets funktionieren. Wie Sie sehen, man kann so ein Fahrzeug wirklich sehr autark gestalten mit den richtigen Lösungen. Wenn Sie sowas gerne in Ihrem Fahrzeug verbaut haben wollen, melden Sie sich bei uns in unserem Workshop-Service. Wir werden Ihnen mit für Ihr Fahrzeug und für Sie passende Angebot erstellen, da man da wirklich schauen sollte, wie viel Fläche habe ich, was möchte ich verbauen, was möchte ich betreiben. Danach passen wir die Komponenten an und machen Ihnen ein passendes Angebot und verbauen das gerne bei uns in der Werkstatt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Schönen Tag noch. Tschüss.